Das Wort Remake löst bei vielen Filmfans blankes Entsetzen aus. Wenn der liebste Klassiker aus der Jugend neu verfilmt werden soll, läuft ihnen bereits der kalte Schauer über den Rücken. Aber es ist ja auch wirklich schon viel Schlimmes wieder aufbereitet worden. Wir haben die Nerdstar Family gefragt und unsere Flop 5 der schlechtesten Remakes aller Zeiten zusammengetragen. Platz Nummer 5. Den Opener macht Karate Kid, dessen Remake eigentlich Kung Fu Kid heißen müsste. Der junge Dre Parker zieht hier mit seiner Mutter nach China und kann sich dort nur schwer integrieren. Er lernt Kung Fu, um sich gegen die Rüpel zu verteidigen. Der Film besticht mit fernöstlicher Kulisse statt kalifornischem Charme. Jedoch fehlt es hier am Tiefgang der Charaktere, der das Original erst so populär gemacht hat. Die Nummer 4. Comic-Fans sind ein hartes Publikum. Das mussten auch unsere und die eigentlich einzig wahre Nummer 4, Fantastic Four, schmerzlich erfahren. Nachdem die 2005 gestartete Reihe als zu fröhlich kritisiert wurde, sollte nur 10 Jahre später eine düstere und ernstere Version erscheinen. Wer von dem 1,70 Meter großen Jamie Bell aka Billy Elliot als das Ding noch nicht abgeschreckt war, der wurde anschließend mit einem Film gepeinigt, der seine Story viel zu lang aufbaut und die große Action innerhalb weniger Momente rausfeuert. Ein wahrlich fantastic Fail. Die 3. Platz Nummer 3 ist ein gutes Beispiel dafür, wie man eine gute Vorlage nicht nutzt. Gespickt mit reichlich moderner Action nutzt das Remake von Total Recall nicht die dramatischen Elemente aus den Erzählungen von Philip K. Dick. Während der Originalfilm mit einem trashigen Look und einer gewissen Psycho-Thriller-Komponente glänzt, scheint das Remake ausschließlich mit pausenloser Action unterhalten zu wollen. Psychotrips sind auch nicht mehr das, was sie früher mal waren. Platz Nummer 2. Mit der zweifelhaften Silbermedaille darf sich die Mumie aus dem Jahre 2017 schmücken. Mit dem Reboot wollte Universal das Dark Universe einführen, ein Universum für Monsterfilmklassiker. Ein Schelm, wer sich hier an das Marvel Cinematic Universe erinnert fühlt. Viele Action-Szenen und eine erstmals weibliche Mumie trösten leider nicht über die blassen Charaktere und ihre Beziehungen zueinander hinweg. Kleiner Fun Fact: Hauptdarsteller Tom Cruise war schon für das Remake 1999 in der Auswahl. Die Rolle ging zum Glück an Brendan Fraser. Und der Platz Nummer 1. Der traurige Sieger in unserem Low 5 Ranking ist Ghostbusters. Statt einer erhofften Fortsetzung der originalen Filme bekamen die Fans ein Remake, das wie ein schlechtes Mashup zwischen Ghostbusters und Taffe Mädels wirkt. Der Trailer zu dieser Fortsetzung wird dafür mit einem Platz unter den 10 am schlechtesten bewerteten Videos auf YouTube belohnt. Und wer jetzt schon weint, Sony arbeitet an einem ganzen Ghostbusters Universe mit Animationsfilmen und Fortsetzungen zum Franchise. Der Marshmallow-Mann würde sich in der Geisterfalle umdrehen.